Irgendwo hier muss er sein, der kleine Baumfrosch, der vor wenigen Monaten als neue Spezies weltweit bekannt wurde. Die Einheimischen haben ihn gefunden und führen uns jetzt an den richtigen Platz. Vorbei an Giftschlangen und anderen Reptilien. An diesem Baum sollen die kleinen Frösche sein. Tatsächlich, hier sind sie. Nur Daumennagel groß ist so ein Platymantis, so heißt die neue Spezies. Bernd Markus Liss von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ist begeistert. Der kleine Frosch ist ein weiteres Argument gegen die Abholzung des Regenwaldes. Wo so eine neue Spezies über Jahrhunderte unentdeckt lebte, da gibt es wahrscheinlich weitere, bisher noch nicht entdeckte Tiere. Der GIZ-Mitarbeiter ist Waldschützer. Er will dafür sorgen, dass sich die Menschen auf den Philippinen um ihren Wald kümmern. Wenn jemand Interesse hat am Wald, und es bedeutet in erster Linie auch wirtschaftliches Interesse, dann wird er den Wald bewahren und wird ihn nachhaltig nutzen. Hier auf den Philippinen haben wir vielfach die Situation, dass der Wald für jeden zugänglich ist und dass die Leute auch aus Not in den Wald gehen müssen, um sich ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Wenn aber Landnutzungsrechte verteilt werden, wenn eine vernünftige Landnutzungsplanung gemacht wird, in der der Wald als Schutzwald und als Nutzwald aufgeteilt wird und da ganz klare Regeln eingeführt werden, dann haben die Leute einen Anreiz, weil der Wald ja ihnen später zur Nutzung gehört. Nicht weit von ihrem Dorf Sitio entfernt haben sie eine Waldfläche bekommen. Die Bewohner können dort Obst anbauen und ab und zu sogar einen Baum fällen. Aber vorher müssen sie die gerodeten Hügel mit Waldbäumen bepflanzen. Hier ein Baum, der vor 2 Jahren gepflanzt wurde, schon fast 3 Meter hoch. Das wird irgendwann mal ein richtig schöner Wald. Viele, die jetzt auf den gerodeten Hügeln arbeiten, leben seit Generationen vom Regenwald. Doch weil es den hier kaum noch gibt, haben sich die Gewohnheiten der Menschen in den letzten Jahren geändert. Ich war noch sehr klein. Meine Eltern haben die Bäume gefällt, so wie jede Familie. Das war unsere Lebensgrundlage. Und dann haben wir angefangen, hier Kokosnüsse zu pflanzen, um die Nüsse später zu verkaufen. Wir brauchten Geld, um uns zu ernähren. Und jetzt versuchen wir, das wieder gut zu machen, indem wir die Bäume pflanzen. Die Versuchung ist da, einen der großen Bäume zu fällen. Der Verkauf des Holzes könnte eine Familie 1 Jahr lang ernähren. Aber die Dorfbewohner passen auf. Hier hat man einen sehr guten Überblick und die Leute haben scharfe Augen. Die wissen ganz genau, was los ist. Außerdem hört man das, wenn Axtschläge oder eine Motorsäge hier im Wald tätig sind. Und deswegen ist es ein guter Punkt, um den Wald zu überwachen. Wer einen Baum fällt, wird vom Dorf bestraft. Es funktioniert. Schon seit Monaten hat sich keiner getraut, gegen diese Dorfregel zu verstoßen. Für die Menschen in Sitio lohnt sich die Arbeit im Wald. Etwa für Elina Galo. Sie verdient etwas Geld mit den Bäume pflanzen. Genug für einen bescheidenen Wohlstand. Die Familie konnte sich ein kleines Reisfeld kaufen. Und auch ein Fernsehapparat steht jetzt im Wohnzimmer. Es hat sich hier viel verändert. Früher war ich nur eine Hausfrau. Jetzt bin ich fast jeden Tag beim Bäumepflanzen. Mit dem Geld konnten wir sogar das Haus renovieren. Es war nur eine Bretterbude. Jetzt haben wir ein Steinhaus, ein neues Sofa und alles. Außerdem konnte ich meine älteste Tochter zur Schule schicken. Sie hat 2010 ihren Abschluss gemacht und studiert jetzt in der Inselhauptstadt Tacloban. In San Juan, 2 Stunden nördlich in den Bergen, weiß noch niemand von dem Waldschutzprojekt. Die Bewohner haben Besuch bekommen. Bernd Markus Liss erklärt ihnen die Vorteile der legalen Waldbewirtschaftung. Er braucht viel Überzeugungsarbeit, denn viele nutzen den Wald schon lange. Aber wir dürfen doch den Wald benutzen, sagt diese Frau, wir zahlen doch Steuern. Nein, ihr braucht eine Genehmigung, klärt Liss auf. Doch viele treibt der Hunger dazu, Waldflächen illegal zu nutzen. Die Menschen in San Juan verkaufen Kokosnüsse, die sie dort anbauen. Sie werden geröstet und weiterverkauft an die Industrie, die daraus Kokosöl macht.
Wir müssen das so machen. Ansonsten können wir die Kokosnüsse nicht verkaufen. Wir sind auf das Geld angewiesen, denn wir müssen uns damit Essen kaufen. Waldschutz, so sagt er weiter, war für uns bisher nicht so wichtig. Gleich hinter dem Dorf beginnen die illegalen Plantagen, Kokospalmen, soweit das Auge reicht. Früher konnten die Bewohner noch Cassava anbauen. Eine Krankheit hat die meisten Pflanzen aber verrotten lassen, weil die Temperaturen hier gestiegen sind. Eine Folge des Klimawandels. Wir haben hier nur noch einen einzigen Cassava-Strauch. Früher hatten wir ein ganzes Feld, aber vor einem Jahr sind alle abgestorben. Mittagessen. Es gibt wie so oft nur einen einfachen Brei. Für Reis reicht das Geld nicht. Die Familie würde gerne mitmachen beim Waldschutzprojekt. Die Chancen stehen gut. Denn schon bald will das Dorf ein eigenes, legales Waldstück beantragen.